Hallo Leute, diesmal habe ich dabei Shigeru Mizukis Auf in den Heldentod, ein Manga von Reprodukt. Und ja, wie bereits auch Hitler ist auch wieder dieses Werk ein ja Anti-Kriegsmanga. Hierbei haben wir aber eine viel stärkere Intensität, als wir es hier noch hatten, denn hier schildert uns der gute Shigeru Mizuki, was er selbst im Krieg erlebt hat und was vor allem sein Bataillon erlebt hat, nachdem er sozusagen die Geschichte verlassen hat. Der gute Shigeru Mizuki wurde 1943 von der kaiserlichen Armee eingezogen, wurde auf eine kleine Insel bei Papua-Neuguinea versetzt, Neubritannien, Stützpunkt Kokopo. Ja. Und ja, hier hat er natürlich erstmal nur Scheiße fressen müssen, so möchte ich das jetzt mal sagen. Denn in der kaiserlichen Armee war der gemeine Soldat eigentlich nichts wert. Sie wurden ständig geprügelt, sie wurden wie Leibeigene behandelt und sie waren weniger wert als ein Hund oder gar ein Pferd. Ne? Sie waren schlichtweg rein gar nichts wert. Sie wurden einfach nur als Arbeitstiere genutzt und sollten eben im Endeffekt eigentlich nur sterben. Was eigentlich sehr traurig ist. Ne? Und das ist genau auch das, was der gute Shigeru Mizuki an dem Krieg immer wieder bemängelt hat. Und was ihn eben auch auf zu dieser Antikriegshaltung gebracht hat, dass man eben so schlecht mit den Soldaten vor Ort umging. Jedenfalls passiert es trotzdem eines Tages, dass ja der Stützpunkt von den Alliierten angegriffen wurde, dass Bomben fielen, ne? Und eine dieser Bomben fetzte ihm auf gut Deutsch den Arm weg. Daraufhin wurde er nach Hause geschickt, ne? Und der Rest seines Bataillons blieb zum Sterben auf gut Deutsch zurück und wurde dann ja zu einem Banzai-Angriff genötigt von ihrem Kommandanten, einen Heldentod zu sterben auf gut Deutsch. Sie sollten sich mit allem, was sie hatten, dem Gegner entgegenstellen, so viele Gegner wie möglich mit in den Tod reißen und dann eigentlich nur noch ehrenhaft sterben. Wunderbar. Und genau das erzählt uns nun Shigeru Mizuki in diesem Werk. Hierbei haben wir so, ich sag mal jetzt das erste, dritte, vielleicht noch etwas weniger, vielleicht auch nur das erste, vierte. Das Leben der Soldaten innerhalb des Stützpunktes von Kokopo. Was wir hier sehen, wie sie den Stützpunkt aufbauen, ne? Und wir erleben von Anfang an mit, wie eben der gemeine Soldat ständig geschlagen wird mit der Hand oder aber auch mit dem Knüppel. Wo haben wir die Szene? Hier. Ne? Also da gab es kein Erbarmen für die Leute, vor allem auch in so hirnrissigen Situationen. Denn hier haben wir so eine Situation, eben Soldaten schleppen einen Baumstamm ins Lager, eben ne? Zum Aufbau eben ja des Lagers. Weg ist jetzt, ja, gut, doppelt gemoppelt auf gut Deutsch, ne, und er bricht dann unter der Last zusammen, ne, und kriegt dann nochmal ordentlich eine mit dem Knüppel von seinem Kommandant übergezogen, nur stellt sich dann eben heraus, der ist zusammengebrochen, weil er krank ist, ne, dass er hohes Fieber hat, ne, und sich auch noch bei dem Tragen des Baumstamms, als er jetzt zusammengestoßen ist, auch noch den Arm gebrochen hat, ne, und dann muss man drüber nachdenken, er kriegt noch eine mit dem Knüppel übergezogen. Das ist ein Trauerspiel schlichtweg, ne? Und das ist sozusagen das Leben der Soldaten. Okay, die Soldaten wissen sich auch ein bisschen zu wehren, ne? Zum Beispiel in Japan ist es ja auch Tradition, dass sich mehrere Leute eine Wanne teilen und dort eben ein Fass, sprich, einer hat das Wasser warm gemacht, der durfte als erstes rein in die Wanne, ne? Und dann ging das eben nach und nach durch. Und wir haben hier zum Beispiel so einen Fall, wo erstmal nur zwei Soldaten in die Wanne steigen dürfen, ne? Und ja, der Letzte, der dann nun von den beiden Soldaten einsteigt, sagt dann, na, du kannst jetzt den Kommandanten holen und ja, ich pisse aber vorher nochmal richtig schön ins Wasser, ne? Oder auch so eine recht absurde Szene des Nachts, ne? Ein Soldat muss einfach mal nachts auf den Pott, ne? Und ja, tritt dabei außersehen in die Güllegrube, ne? Ja, und was soll er nun machen? Der Schuh bleibt in der Gülle stecken, sein Fuß ist voll mit Kot. Er schnappt sich das erstbeste Fässchen, was er findet, um sich seinen Fuß zu säubern, ne? Stellt dann aber fest, oh, das ist die Schale zum Reiskochen. Wäscht die Schale noch auf, ne? Und ist auch am nächsten Tag noch dafür zuständig, das Essen zu verteilen, ne? Ja, und
Er weiß, dass er nicht besonders gründlich sowas aufwäscht und entscheidet mal, ja, das, was unten in der Schüssel ist, das gebe ich dem Kommandanten zum Futtern, ne? Aber auch abseits dieser Späße passieren auch hier bereits einige Schicksalsschläge und die führten mich ehrlich gesagt auch zu dem Gedanken, dass wahrscheinlich in diesem Manga wahrscheinlich niemals Krieg zu sehen sein wird und dass ja die einfach alle so nur den Heldentod sterben auf gut Deutsch, um uns die Lächerlichkeit des Krieges noch deutlicher zu machen. So haben wir hier zum Beispiel diese wunderschöne Szene. Zwei Soldaten versuchen den Fluss zum Lager zu überqueren, ja, und mit einem Schlag ist der eine Soldat weg. Ohne irgendein Geräusch, ohne irgendwas, der ist einfach weg. Na gut, die Soldaten vermuten sofort, ja, der wurde vielleicht von einem Krokodil gefressen. Bleibt natürlich trotzdem die Frage, wieso man eben da keinen Ton gehört hat. Aber ein paar Tage später findet man dann doch noch die Überreste des vermissten Soldaten oder besser gesagt die untere Hälfte des Soldaten. Der Rest wurde halt wirklich von einem Krokodil gefuttert, ne? Und so werden auch immer täglich Soldaten eben dazu abgestellt, eben auf Nahrungssuche zu gehen. Und ja, zwei von denen gehen zum Beispiel fischen, werfen eine Granate in den Fluss, ne, und wollen dann natürlich alle betäubten Fische einsammeln, ne. Und der eine ist so übermütig und stopft sich gleich einen Fisch direkt ins Maul. Und ja, was soll passieren? Er stickt daran. Und wir haben mehrfach eben solche relativ lächerlichen Tode im ersten Viertel. Aber irgendwann passiert es trotzdem. Der Krieg erreicht auch den Stützpunkt Kokopo. Erst in Form von Fliegern, die über die Insel hinwegfliegen und Bomben regnen lassen. Aber eines Tages landen dann auch die Alliierten per Schiff und mit Panzer eben am Strand. Und ab da an beginnt nun auch die Schlacht, ne? Damit das nun auch der Stützpunkt Kokopo in den Krieg einzieht, kommen wir auch zu dem Punkt, wo eben Shigeru Mizuki den Krieg verlassen hat. Und er hat sich selbst hier in die Rolle des Maruyamas geschrieben und erzählt uns nun, wie der gute Maruyama hier Wasser für ja, seine Offiziere holen soll, während aber gerade draußen eigentlich die Bomben fliegen, ne? Und so passiert es eben auch, dass die Bomben eben ja, auf ihn herniederprasseln und eben alles in Schutt und Asche legen. Wir erfahren zu diesem Zeitpunkt aber nicht, was mit Maruyama weiter passiert. Für uns kann man die Szene als endgültig eigentlich betrachten oder eben auch nicht. Hier bleibt ja sozusagen spekulativer Raum offen. Aber damit, dass nun Maruyama nun die Geschichte verlässt, zur Hälfte des Bandes, wie ihr jetzt seht, kann natürlich der gute Shigeru Mizuki hier nun nur noch fiktiv wiedergeben, was geschehen ist. Er hat natürlich einige Informationen gehabt, durch Personen anderer Stützpunkte wurde ihm dann natürlich auch einiges zugetragen, aber er kann dies nun nicht mehr eins zu eins wiedergeben, weil er es selbst nicht erlebt hat. Und hätte er es selbst erlebt, wäre er natürlich nicht mehr am Leben gewesen. Ganz einfach, ne? Die Schlacht um Kokopo wird nun immer intensiver. Es sterben immer mehr Leute im Kreuzfeuer. Und hierbei nimmt das Comic auch an Brutalität auch wirklich zu. Und die Bilder werden auch ja immer ja verstörender, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will nicht die ganz verstörenden Sachen sagen, aber wir haben hier auch, dass einer von einer Kugel erwischt wird und daraufhin ploppt ihm das Auge raus. Oder sie treten auf Landminen und explodieren. Oder einer jagt sich auch selber in die Luft, um so viele Gegner wie möglich mitzunehmen. Also der Krieg nimmt jetzt hier eine bittere Wendung, ne? Und es ist so, dass am Ende natürlich immer weniger Soldaten von Kokopo übrig bleiben. Und der Offizier nun ja keine Chance mehr sieht, diesen Stützpunkt zu halten. Und dementsprechend gibt er nun ja den Befehl, vor dem es wohl jeden Soldaten in Japan grauen würde. Sie sollen eine Banzai-Attacke starten. Sie sollen in den sogenannten Heldentod gehen. Sie sollen alle ihre Waffen nehmen. Egal wie krank sie sind, solange sie laufen können, sollen sie sich ihre Waffen nehmen, sollen sich Handgranaten um den Bauch binden und sollen nun den Gegner frontal angreifen und sich dabei aber eben auch selber töten. Na?
Und das ist schon ganz schön heftig. Der Offizier von Kokopo gibt zwar noch ein Telegramm an den Hauptstützpunkt von Neubritannien durch, dass sie nun eben diese Attacke starten wollen. Und der Offizier vor Ort ist mit diesem Selbstmordkommando nicht ganz einverstanden und will eigentlich noch durchgeben, sie sollen ja nicht diesen Selbstmordattacke starten. Leider kriegen sie keine Antwort und müssen davon ausgehen, dass Kokopo nun diese Attacke gestartet hat. Und dies hat ja nun zur Folge, dass der Offizier des Hauptstützpunktes nun vor seine Soldaten treten muss und denen nun berichten muss, dass eben dieser Stützpunkt gefallen ist, und macht das natürlich so, dass er das natürlich anpreist, dass die Soldaten in den Heldentod gegangen sind und dass alle Soldaten auch darauf stolz sein müssen, dass diese Menschen so für das Land gekämpft haben. Ne? Problem ist, wieder erwarten haben aber 80 Soldaten dieses Selbstmordkommando überlebt und sind nun im Stützpunkt Cap St. George angekommen. Und ja, weil bereits nun weitergegeben wurde, dass diese 80 Soldaten bereits gestorben sind, werden sie wieder zurück an die Front für eine weitere Selbstmordattacke geschickt. Es ist eine ganz klar tragische Geschichte, die auch sehr deutlich ist, auch wenn der Zeichenstil leicht tunartig anmutet, was eben damals auch der Manga-Stil einfach war, das muss man hierbei sagen, ne, haben wir hier sehr verstörende Szenen und Teile der Geschichte, die einem auch wirklich nahe gehen, ne, wie zum Beispiel auch eine Harakiri-Attacke von zwei Kommandanten des Stützpunktes Kokopos, ne, auf Cap St. George, ne, wo man sich auch fragt, was das überhaupt soll. Ne. Für das Finale hat sich Shigeru Miyazaki nochmal etwas sehr Drastisches ausgedacht, was einem nochmal so richtig an die Nieren geht, noch mehr als der Rest des Mangas sowieso schon einem an die Nieren gegangen ist. Denn wie gesagt, also mit der Darstellung nimmt sich dieses Werk wirklich kein Stück zurück. Es ist zu jedem Zeitpunkt eigentlich realistisch, ja? Und dementsprechend haut das Finale nochmal so richtig brutal einem in den Magen, möchte ich einfach mal genauso sagen, und am Ende stellt sich einfach nur die Frage, war es diese Stellung wirklich wert, dass man dafür so weit ging, fragte später der Regimentkommandeur des benachbarten Stützpunktes, ja. Eine sehr tragische Geschichte. Eine weitere Besonderheit, die hier unbedingt erwähnt werden muss, da sie auch nochmal den Kontext des ganzen Werkes nochmal so ein bisschen verändert, ist, dass ganz zu Beginn der Geschichte auf Kokopo auch noch Prostituierte stationiert sind, die natürlich hier den Soldaten zu Willen sein sollen, die natürlich hier immer Schlange stehen, ne? Diese werden natürlich dann auch noch evakuiert, und als sie gehen, singen sie das Lied, ja, welches sie ihr eingemacht haben. Ich bin eine Blume im Freudenviertel, welke am Tag und blühe in der Nacht. Die Freier kann ich mir nicht aussuchen, sonst macht mein Kuppler mir die Hölle heiß. Ein ehrloses Gewerbe treibe ich nur für meine armen Eltern, die sonst nichts zu essen hätten. Und genau dieses Lied begleitet uns über die Geschichte immer wieder und wird immer wieder von den Soldaten gesungen. Und damit werden die Soldaten im Endeffekt auch gleichgesetzt mit den Prostituierten. Sie selbst tun hier ein gottloses Werk, ein sinnloses Werk und nichts, worauf man stolz sein kann, wenn sie in den Krieg ziehen, ne? Und gerade zum Ende singen alle Soldaten aus voller Kehle nochmal dieses Lied. Ne? Und dies zeigt uns eigentlich, wie Shigeru Miyazaki selbst eben über diese Schlacht dachte. Er selbst sah sich nur als Prostituierte für den Kaiser, für das Kaiserreich. Und nicht als Soldaten oder als Krieger, nichts, auf was man stolz sein kann. Für ihn war das ehrlos, was hier stattgefunden hat. Ne? Es ist ein Werk, was viel Interpretationsspielraum lässt, gleichzeitig aber natürlich eben auch nichts auslässt im Endeffekt. Es erzählt uns das, was Shigeru Miyazakis Einheit im Krieg passiert ist, wie es endete, wie es begann, und lässt dabei auch
keine noch so schonungslose Situation aus. Und das geht einem auch wirklich an die Nieren. Und wenn man dann noch weiß, dass dies in dieser Art wirklich passiert ist. Shigeru Mizuki ließ dieser Krieg nie los. Und im Endeffekt ist das wahrscheinlich auch seine Art der Trauerbewältigung. Dieses Werk. Er schildert hier seine Sicht der Dinge von dem, was ihm damals widerfahren ist und was damals seinen Leuten widerfahren ist. Und ja, stellt uns auch ganz klar dar, wie sinnlos dieser Krieg war und dass er ja auch vor allem ehrlos war, indem er sich selbst und seine Leute mit den Prostituierten gleichsetzt. Ne? Des Weiteren haben wir hier auch einiges an Zusatzmaterial durch Nachworte, Vorworte. Ne? Und auch hier wird uns nochmal die Frage gestellt von Shigeru Mizuki selbst im Nachwort. Ne? War es diese Stellung wirklich wert, ne? Wo er das auch versucht zu beantworten, was er uns ja auch als letztes im Manga selber fragt, ne? Aber hier gibt es auch noch ein kleines Nachwort von einem Noriyuki Adachi, der eben auch einmal mit dem guten Shigeru Mizuki zusammensaß bei ihm im Wohnzimmer. Und der gute Shigeru Mizuki ist Zeit seines Lebens immer wieder zurück nach Neuguinea mit Kamera bewaffnet. Und hat dort die Landschaft aufgenommen, ne? Und hat davon sehr, sehr viele Aufnahmen. Auch wieder wahrscheinlich ein Teil seiner Trauerbewältigung. Ne? Oder eben der Bewältigung seines posttraumatischen Stresssyndroms, was damit einhergeht. Ne? Jedenfalls, er schildert uns der gute Adachi-san hier, wie er mit dem guten Shigeru Mizuki eben genau diese Videos von Papua Neuguinea ansah. Und eben auch, dass Shigeru Mizuki immer wieder während diesen Videos, ja, von dem, was dort zu sehen war, weggegangen ist und immer wieder auf den Krieg eingeht, auf seine Erlebnisse im Krieg und eigentlich ihm immer nur, während er diese Videos laufen ließ, immer nur genau diese Ereignisse hier erzählt, ne? Also ein wirklich sehr intensives Werk, ein sehr nachhaltiges Werk. Und auch ein teils sehr verstörendes Werk. Es ist eindeutig ein Highlight für mich bisher dieses Jahr, weil es mir so an die Nieren geht und mich wirklich emotional auch wirklich gepackt hat. Ne? Und auf den ersten Blick hätte ich es gar nicht so vermutet, weil man eben hier noch einen wirklich tunhaften Stil hat, wie er damals übrig war. Und auch wirklich gut das erste Viertel wirklich nur das Leben der Soldaten zeigt, wie sie eben wie Dreck behandelt wird. Und man denkt auch zu diesem Zeitpunkt, ach, die gehen nie in den Krieg, das ist irgendeine Satire hier. Das war wirklich erstmal mein Gedanke. Aber wenn dann der Krieg auch auf diese Insel Einzug hält, ab da an wird es einfach so intensiv und auch so verstörend, dass mir das wirklich zu denken gab, mich auch sehr beschäftigt hat, ne? Und dies ist ein wirklich nachhaltiges Werk, was ich einfach auch jedem wieder nur ans Herz legen kann. Egal, ob nun Manga-Fan oder nicht, weil dies ist kein Werk, was nur was für Manga-Leser gedacht ist, sondern auch einfach für allgemeine Comic-Leser. Genauso wie Barfuß durch Hiroshima. Es ist einfach ein nachhaltiges Werk, was uns die Grauen und die Sinnlosigkeit des Krieges eben einfach nur widerspiegelt. Ne? Und dies soll bedacht sein, dass es eben wirklich die Sinnlosigkeit widerspiegelt. Ich möchte mich hierbei nochmal ganz herzlich bei Reprodukt bedanken, dass sie mir eben wirklich dieses Werk als Rezensionsmaterial zur Verfügung gestellt haben. Ich bin wirklich, ja, ich kann es gar nicht sagen, ich bin innerlich so aufgewühlt von diesem Werk. Ich bin auf alle Fälle begeistert, weil es mich emotional so mitgerissen hat. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ein wirklich sehr verstörendes Werk, aber eben auch ein sehr aufrüttelndes Werk und eben auch ein Werk, womit man sich auch noch Tage nach dem Lesen beschäftigt und man sich auch immer wieder dabei ertappt, dass man genau darüber nachdenkt, was man hier drinnen so zu sehen und zu lesen bekommen hat. Ne? Und damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!